Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier zum weiteren Assassin's Creed Video. Es geht weiter hier in Megaris. Da ist die Stadt Megara. Und wir machen jetzt eine Nebenquest, die da gleich startet. Aber ich habe umgeskillt, meine Skillung jetzt so angepasst, dass das auch für mich passt. Habe da meinen Skillbaum jetzt durchgeplant und bin jetzt im Moment auch viel mehr damit zufrieden. Erstmal nochmal vielen Dank an alle, die immer fleißig Kommentare schreiben und auch da versuchen, da Tipps zu geben und auch immer reinschreiben, ja, du musst das lernen, das ist hilfreich, das ist hilfreich. Ja, es gibt viele hilfreiche Sachen, aber jeder muss da seinen eigenen Weg finden, finde ich, was man da skillen möchte. Gibt ja genug Möglichkeiten. Und ich habe jetzt meinen Skillbaum hier durchgeplant, weiß auch, was ich jetzt in den nächsten Folgen noch skillen werde, wenn ich Punkte dazu bekomme. Auch was die hier angeht, die hier oben noch erscheinen werden, habe mir da alles genau nochmal durchgeplant. Gelesen und jetzt auch noch ein paar Sachen rausgelöscht wieder und ja, so sieht es jetzt mein Skillbaum im Moment aus. Ziemlich cool. Ja, ihr seht da, ich habe noch ein paar Sachen im Kriegerbaum. Das meiste sind aber alles passive. Also hier, das sind Passivfähigkeiten, die laufen einfach so nebenher mit, was eigentlich eine coole Sache ist. Hier sind es auch auf jeden Fall jetzt schon mal 20% mehr Kriegerschaden, was eigentlich ganz gut ist, weil dann brauche ich Kriegerschaden auf den Rüstungen nicht so ganz zu verbessern, sondern kann da auf Attentatsschaden gehen. Habe aber trotzdem immer noch ein bisschen Nahkampfschaden hier durch diese Passive dazu und erhöht auch noch meine kritische Trefferchance, was ja auch als Assassine nicht so schlecht ist, wenn man da ein bisschen höhere Crit-Chance hat. In der nächsten Stufe kann ich da noch einen Punkt drauf machen. Genauso wie hier dir die Passivfähigkeit für gut gerüstet. 60% mehr Rüstung wird verstärkt und auch noch 10% erlittener Fernkampfschaden geht runter. Ja, also da hält man einfach mehr aus. Das ist auch passiv, was da einfach so nebenher läuft. Bei Stufe 16 sieht man hier Rüstung um 90% verstärkt. Also das ist auf jeden Fall sehr brauchbar, um ein wenig mehr auszuhalten. Die Fähigkeit hier habe ich noch genommen, aufgeladener schwerer Angriff, weil der nimmt auch keinen Slot weg von den 4 Slots, die man nur zur Verfügung hat. Das ist einfach genau wie bei Origins, die schwere Taste gedrückt halten, R2 gedrückt halten, dann lädt sich die Waffe so auf und dann kann man loslassen und ja, auch auf jeden Fall eine feine Sache. Das ist ja auch passiv für Attentatsschaden, die Umgebung scannen. Gift habe ich jetzt mal komplett weggelassen. Ich habe hier noch 2 Slots frei und da werde ich später auf jeden Fall was reinpacken, aber bisher habe ich da nichts, was ich brauche. Dann das Attentat aus der Entfernung finde ich ziemlich praktisch. Der Angriff hier, den ich in einem Kampf machen kann, sehr super. Und präzises Attentat nimmt auch keinen Slot ein. Denn normales Attentat macht man mit Dreieck. Und das hier mache ich einfach, indem ich Dreieck gedrückt halte. Dann ist das Attentat noch stärker. Und das macht man einfach ganz normal auch aus der Schleichposition raus. Ich bin sehr damit zufrieden. So werde ich jetzt auf jeden Fall weiterspielen, denn was für eine lange Einleitung heute fürs Video. Ach ja, und ich habe noch eine neue Waffe gefunden. Kopfhaken. Nichts Besonderes, war in so einer Kiste drin, die ja noch in der Welt rumstand. Ja, Schaden gegen Athener Soldaten, was mir hier sehr viel bringt, gerade in dem Gebiet. Und Attentatsschaden 6%, eigentlich auch ziemlich cool. So, also vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid und auch danke, dass ihr mir hier gerade zugehört habt bei der Erklärung, was ich da geskillt habe. Aber ich glaube, den einen oder anderen interessiert das schon, was ich da neu geändert habe in meinem Skillbaum. Und jetzt geht's auch weiter. Und sollte euch die Folge trotzdem Spaß machen am Ende, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Oh, die Dame wird von Wolf angegriffen. Waffe aufladen und vielleicht mal den schweren Angriff rein. Alala! Du mich auch. Nicht mal ein Danke, ey. So, da vorne ist die nächste Quest. Die mache ich jetzt. Was wollen die ganzen Hunde hier, ey? Los, komm her. Da sind noch mehr. Nee, das sind Schweine. Der Hund passt nur auf die Schweine auf, oder? Ja. Was sind die Schweine so wild? Guck mal an, als würden die gleich den Hund fressen. So sehen die jedenfalls aus. So, die Festung da vorne von den Athenern muss ich auch nochmal angreifen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Quest ist. Deswegen will ich da jetzt nichts übereilen. Ei, guck mal! Guck mal, Odessa! Odessa ist hier! Wir treffen sie nochmal, ist ja geil. Cassandra, ich hab dich nicht gesehen, seit du mich zu den Ruinen des Odysseus nahmst. Das stimmt. Odessa, du erinnerst dich. Wie könnte ich das vergessen? Du sagtest, ich soll mein eigenes Leben leben und mich nicht um die Größe anderer scheren. Und du hast meinen Rat beherzigt. Ich musste mich um meinen kranken Vater kümmern. Also nein. Ich hatte noch keine Chance, so zu leben, wie ich will. Das ist ja cool, dass man sie nochmal wieder trifft.
Hör auf zu jammern. Das klingt furchtbar, nee. Ich habe ganz vergessen, wie schön du bist, oh ja. Sie erzählt hier von ihrem kranken Vater und wir machen sie gleich wieder so an. Das ist super. Ich habe viele Menschen gesehen, aber du gehörst mit Sicherheit zu den Schönsten. Ist das so? Du bist eine willkommene Ablenkung von meinen Problemen. Das glaube ich gerne. Wir sollten uns noch unterhalten. Ich kann dich stundenlang ablenken. Man sagt, ich sei eine sehr gute Ablenkung. Du hast doch sicher ein Bett, das wir benutzen können. Du kommst direkt zur Sache, nicht wahr? Ich zeige dir, wie ich zur Sache kommen kann. Da bin ich mir sicher. Also, was ist nun? Weißt du, ich würde gerne. Doch ich muss zuerst ein paar Sachen für meinen Vater abholen. Wenn du mir hilfst, können wir unser Gespräch vielleicht fortsetzen. Na, das klingt doch noch was. Sie hat hier voll Probleme mit ihrem kranken Vater und Cassandra denkt nur an das eine. Schlimm. Ich kann dir helfen. Keine Sorge, ich helfe gern. Was brauchst du denn? Ein paar Kräuter aus dem Tal von König Lelex. Außerdem eine Mixtur vom Markt, um sie mit den Kräutern zu vermengen. Ein Händler dort hält sie für mich bereit. Ist dein Vater wirklich so krank, dass du es nicht selbst holen kannst? Ich bin sein einziges Kind. Ich bleibe lieber in der Nähe, falls es ihm schlechter geht. Was fehlt denn deinem Vater? Weißt du denn, was ihm fehlt? Nein, nur dass es nicht besser wird. Die Kräuter und die Mixtur lindern hoffentlich den Schmerz. Und was passiert, wenn er stirbt? Wenn er stirbt, gehört das ganze Land dir, oder? Ja, aber ich würde es verkaufen. Gäbe es einen besseren Grund, alles hinter sich zu lassen und ein Abenteuer wie Odysseus zu beginnen? Einfach so das Erbe von deinem Vater dann verkaufen? Was findest du denn an Odysseus so besonders? Was hast du nur immer mit Odysseus? Ich bin eine Nachfahrin von ihm und nach ihm benannt. Naja, ist das bewiesen? Naja, ich mache mich mal auf den Weg. Kräuter und so, ja. Bleib bei deinem Vater. Ich besorge die Kräuter und die Mixtur. Okay, das ist der Vater. Nee, das da? Welcher ist denn dein Vater? Achso, der liegt. Okay, hab schon gesehen. Ja, wenn er hier so in der Sonne liegt, kein Wunder, dass es ihm schlecht geht. Okay, nächste Questaufgabe. In der Umgebung sehe ich aber nichts. Ich habe hier auch noch nicht markiert. Da haben wir sie. Eine schwere Zeit für die Familie. Finde und sammle die Arzneikräuter 0 von 3. Die Arzneikräuter sind in Megaris im Tal von König Lelex. Sie sind südlich des Schmieds. Sie sind in der Nähe der persischen Trierie. Gibt es mehrere Positionen. Südlich des Schmieds. Also hier so unten. Persische Trierie könnte das hier sein, oder? Weil ich habe hier noch nichts freigedeckt, was so heißen könnte. Und das hier ist eine Festung. Oder? In der Nähe. Südlich des Schmieds oder da? Müssen ja irgendwelche Kräuter sein. Ich laufe hier einfach mal in die Prärie. Wie sehen die Kräuter denn aus? Ich muss einfach nur die nur drei Kräuter finden. Und dabei Wölfe töten. Ich kann den Boden zwar ein bisschen scannen, aber... Hier passen die Wachen sicher gut auf. Das glaube ich auch. Das hier sind aber Spartaner. Na, ich glaube, hier ist gar nichts. Tal des König Lelex ist das doch hier alles, ne? Das ganze Tal hier. Jo. Dann gehe ich mal doch südlich vom Schmied hier hin. Auch wenn es ein bisschen weit ist. Die Stadt ist immer noch komischerweise sehr voll, was, Kopfgeldjäger angeht. Ah ne, guck mal, hier ist Hafen Nissaya. Das ist nichts Persisches. Da bringt vielleicht die Hauptgeschichte nochmal rein in das Gebiet da, in die Festung. Kann ich mir gut vorstellen. Du bist in der Nähe. Ah.
Die werden mir sogar so angezeigt. Das sind die Kräuter, die Odessa braucht. Ja, das ist ja noch einfacher. Ich dachte, ich muss hier wirklich die Pflanzen finden und suchen. So wie das hier vielleicht bei The Witcher war. Wo man sich einen Ast absucht, da die richtigen blöden Kräuter zu finden. Das wäre ja nichts für mich gewesen. Meint der Vogel irgendwas? Nee, ne? So. Ah, hier ist die persische Ciri. Das ist dieses Schiff. Ja, wie kommt denn das hierher? Durch irgendeinen Sturm ist es hier aber ganz schön hochgespült worden. Okay. Hier ist ja auch eine Bucht. Da war vielleicht mal Flut. Das ist das persische Boot. Ach, diese Wölfe. Geben mir einfach immer schön Pelze. Was ist das letzte? Hinter mir? Da, doch da. Die ganzen Symbole erstmal rumtauchen. So. Kaufe die Mixtur beim Markt. Ich muss mal kurz die Markierung wieder wegmachen, sonst verwirrt mich das. Hallo, warum geht die gerade nicht auf? Gerade das kaputt gemacht. Dankeschön. Okay. Das hier ist einfach nur der Hafen. Nisaya. Da ist aber noch ein Stufe 30er Kopfgeldjäger. Aber im Moment ist gerade kein Kopfgeld auf mich angesetzt. Das ist schon mal gut. Mal gucken, ob wir danach dann noch das schöne Gespräch führen können mit der guten Odessa. Die Stadt der Schweine. Die Stadt der Schweine. Und dann noch das ganze Nutzvieh, was hier rumläuft. Die Stadt der Schweine. Das kann sie auch doppeldeutig sehen, oder? So, moin. Ihr Schweine. So, ja, mit dem Händler. Das müsste der Händler sein, den Odessa erwähnt hat. Was machen die denn hier? Sag es deinen Freunden, deiner Familie. Die besten Waren, die man kaufen kann. Sogar Söldner wie du werden bei mir fündig. Odessa schickt mich. Na, natürlich, die Süße. Ich wünschte, sie würde selbst kommen. Das ist für ihren Vater, nehme ich an. Gib mir das Geld und du kannst dich auf den Weg machen. Es gibt Geld, 50. Gib es mir oder leb mit den Konsequenzen. Wenn ich jetzt hier den Händler so anmache, könnte das vielleicht auf Odessa zurückfallen, weißt du? Dass sie irgendwelche Schläger losschickt oder so. Odessa sagt, ich bezahle dich später. Nein, ich bezahle das schon. Die hat genug Probleme mit ihrem Vater. Hier, nimm es. Schnelle Geschäfte sind die besten. Ich hoffe, es hilft, Odessa. Ich bin eine gut bezahlte Söldnerin. Ich habe so viel Knete. Pleistos, der erleuchtete Fischer, ist in der Nähe. Welches Level hat der? Oh, der steht ja genau hinter mir. 47! Alter Schwillmann! Ist ja schön und gut, wenn es so viele Söldner in der Welt gibt. Aber müssen wir jetzt hier in dem Neunergebiet rumlaufen? Mit Level des Todes? So, müssen wir wieder raus hier. Bin schon lange nicht mehr auf dem Pferd unterwegs gewesen. Weil ich bin immer mehr in solchen Spielen eigentlich der Fußgänger, aber naja, man kann ja mal wieder reiten. Kommt mir jetzt aber in der Geschwindigkeit hier auch nicht unbedingt schneller vor. So, ein bisschen angeben mit meinem gestylten Pferd hier vor Odessa. Und da ist sie. Lebt dein Vater noch? Ich hoffe. Ich bin noch nicht zu spät. Hey! Wird angegriffen? Wer sind die denn? Auf jeden Fall gleich Tote. Ah, das Hühnchen! Hey, die gehen auf Odessa. Aufgeladen, der Schlag ist auch echt stark. Ey. Jawohl.
Das Hühnchen ist tot. Diese Männer kamen im Auftrag des Anführers von Megaris. Okay. Odessa hat ihnen wohl Probleme bereitet. Und sie wollen das Anwesen ihres Vaters. Die wollen das Anwesen? Weggelagernotiz. Töte Odessa, ehe sie Megaris noch mehr Schaden zufügen kann. Das Anwesen ihres Vaters wird uns gehören, sobald sie tot ist. Wie kann sie denn hier den Leuten Schaden zufügen? Da muss ich sie mal drauf ansprechen. Alter, was hat die für ein langes Schwert? Hör aus und Deil. Okay. Sind die Kräuter und die Mixtur in Ordnung? Du hast sie doch geholt, oder? Warum machst du dir Sorgen? Wir wurden gerade angegriffen. Daran solltest du dich längst gewöhnt haben. In diesem Land wimmelt es von Banditen. Was stand in dem Brief, den du gelesen hast? Du verursachst Probleme. Oder? Nee. Jemand ist hinter dir her. Dass sie es auf dich abgesehen hatten. Nur dich, nicht mich. Das kann ich nicht glauben. Es geht wohl um das Land deines Vaters. Wahrscheinlich wollen sie, dass ihr beide sterbt, damit sie es bekommen. Ich könnte tot sein, ohne mir einen Namen gemacht zu haben. Dann wäre mein Leben nutzlos gewesen. Warum zeigst du ihr nicht einfach den Brief dann? Dann sieht sie doch selber, was drin stand. Naja, aber ich passe schon auf dich auf. Niemand darf diesem Gesicht etwas antun. Ohne Schmerz, kein Ruhm. Zeig mir, was du damit meinst. Warum nimmst du mich nicht mit hinein und zeigst mir ein bisschen Schmerz? Oh, das würde ich lieben gerne, aber versteh doch. Jemand will mich umbringen. Wie könnten wir das ignorieren und uns stattdessen einfach so vergnügen? Und wie verbleiben wir dann? Mit einer neuen Aufgabe. Glaub, was du willst, aber ich kann die Wahrheit beweisen. Ich brauche nur deine Hilfe. Das überrascht mich nicht. Ich lass dich wissen, ob du sie bekommst. Da lacht sie aber. Wow. Und sie läuft ja erstmal ihr Vater um. Eine schwere Zeit für die Familie. Oh, und die Quest geht gleich weiter. Ich kann hier gleich weitermachen. Weil was anderes ist hier sowieso gerade nicht aufgetaucht, oder? Nö. Nö. Sonst muss ich halt weiter hier den Anführer in Megaris ausschalten. Aber solange die Odessa hier noch schön da ist, geht's... Oh, sorry. Geht's mit ihr weiter, Malaka. Bist du bereit, die ganze Wahrheit hinter all dem zu erfahren? Immer. Das dachte ich mir. Du wusstest, dass sie hinter mir her waren. Und du hattest recht. Ich hätte gern einen Beweis dafür. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Wird sie. Und dann kann ich endlich in die Fußstapfen von Odysseus treten. Na, wenn du meinst, Odysseus war ein berüchtigter Liebhaber. Oh Gott, Cassandra, ey. Steht in den Geschichten über Odysseus nicht auch, dass er ein guter Liebhaber war? Wirklich? Muss mir entgangen sein. Okay. Wir sollten gemeinsam lesen. Nee, komm, sie will doch auch ihre eigene Geschichte schreiben, das passt doch. Du sagtest, du wärst gerne wie Odysseus. Aber wir können mehr erreichen. Wir reden weiter über uns, wenn alles erledigt ist. Der Brief, den du fandest, stammt vom Anführer von Megaris. Es muss Beweise dafür geben, was er vorhat. Wenn es einen gibt, dann bei ihm zu Hause. Dann geh dorthin. Okay. Ich statte dem Haus mal einen Besuch ab. Ich finde einen Beweis. Gut, ich will nur, dass es endlich vorbei ist. Und wonach muss ich suchen? Hast du eine Idee, wonach ich suchen muss? Der Anführer ist der mächtigste Mann in Megaris. Versteh doch, ich kann ihn nicht anklagen, wenn ich nicht beweisen kann, dass er hinter mir her ist. Der mächtigste Mann in Megaris, auch den ich ausschalten muss? Das wird ja super zusammenpassen. Und was passiert, wenn ich einen Beweis finde? Angenommen, ich finde den Beweis, den du brauchst. Was dann? Dann erzähle ich es allen, die mir zuhören. Der Anführer würde mich und meinen Vater nicht töten, wenn jeder seine Pläne kennt. Ich finde den Beweis. Ich finde den Beweis. Wie er auch aussehen mag. Wie er auch aussehen mag. Die wahre Geschichte. Ich muss zum Haus des Anführers und rausfinden, was los ist. Ist wahrscheinlich das Haus, wo ich schon mal war, ne? Oder? Finde Hinweise, die eine Verbindung zwischen dem Anführer und Odessa aufzeigen. Der Anführer bewahrt die Wertsachen in seinem schwer bewachten Haus auf. Los, wenn es das Haus ist, was los. Ich schon fertig habe, dann wird das jetzt ein sehr, sehr, sehr entspannter Ausflug dahin. Und ich kann das Haus einfach so schön in Ruhe durchsuchen. Runter von der Straße! Mann, so.
haben wir denn da vorne? Athener Soldaten? Halten hier nur Wache. Oh, ein Söldner. Los. Der ist auch wahrscheinlich wieder Level des Todes, oder? Das ist der Level 47er, ja. Vorsicht, nicht so schnell. Nicht so schnell, dann stellt ihr mal ein paar Schilder hin, damit man weiß, wie schnell man reiten darf. Weg da, Kinder. Du auch, Platz. Immer diese besoffenen Fußgänger. Das ist es. Wenn es Beweise gibt, dann dort. Ja, ja. Ich muss vorsichtig sein. Dieser Ort wird schwer bewacht. Nein, wird er nicht mehr. Ich habe ja alle schon abgeschlachtet. Ich habe ja vorgeplant, ne? Es gab es ja in der letzten Brief Folge. In diesem Brief steht, dass Odessa noch andere Söldner angeheuert hat. Ich frage mich, wozu? Odessa hat Söldner angeheuert? Wir hatten vor kurzem eine unschöne Begegnung und Odessa hatte Xenokles, die Hyäne, als Leibwächter angeworben. Der Söldner wurde getötet, aber er hat mich zahllose Leute gekostet. Nicht, dass Odessa uns vielleicht irgendwie benutzt oder so. Der Anführer von Megaris hat eine Hochzeit für Odessa arrangiert. Klingt nach einem Plan, an das Anwesen des Vaters zu kommen. Aha. Palemon wird ein feiner Verehrer für Odessa. Seine Familie ist unserer Sache treu ergeben und er wird mit Odessa verfahren können, wie er will. Die hat auf jeden Fall ihre eigene Geschichte. Alles hat sie uns nicht erzählt. Geht's hier oben noch weiter vielleicht? Ja. Dieser Brief erwähnt Odessas Anwesen und dass sie es unbedingt haben wollen. Mit allen nötigen Mitteln. Mit allen Mitteln, also wir würden auch über Leichen gehen. Ihr Anwesen ist nötig für unseren Plan. Unsere Umstände müssen wir bald drastische Schritte unternehmen. Ist natürlich die Frage, ob sie vielleicht den Vater vergiftet haben. Einer von Odessas Verehrern starb auf mysteriöse Weise nach ihrem Treffen. Ich dachte, dass Praxis gut mit Odessa vorankommen würde, aber da habe ich mich getäuscht. Ich weiß, dass sie an seinem Tod beteiligt war. Jetzt müssen wir einen anderen Verehrer finden. Der sie heiraten sollte, den hat sie wahrscheinlich getöten lassen. Oder selber getötet. Okay. Kletter doch hoch. Da sprintet der Söldner schon wieder rum. Ich glaube, ich habe fürs Erste genug. Ich sollte zurück zu Odessa. Okay. Alter, mein Pferd ist aber auch eine harte Drecksau. Wie er den Typ einfach da weg umreitet. Bei mir springen die ja noch aus dem Weg. Wenn ich mein Pferd rufe. Wie in Origins. Das macht alles kaputt. So, wo kann ich denn hier am besten raus? Ich glaube, hier müsste es passen. Mit der Laken, die überall. Wo haben wir denn da? Hä? Das ist doch jetzt noch nicht der Boss, den ich hier töten muss, oder? Stufe 7? Demophilos, der Beschützer der Wahrheit? Ich meine, ich hab das Land hier ja schon übelst geschwächt. Aber den soll ich ausschalten, um hier... Der sitzt da einfach so in so einem Gammelzelt rum. Ist es, weil ich das Gebiet hier schon so geschwächt habe, dass da einfach keine Beschützer mehr hat, nix? Und das ist hier komplett geschwächt. Also richtig, ne? Der Balken ist leer. Und der gammelt da einfach. Voll traurig. So, meine ganzen Leute sind weg. Wir haben kein Geld mehr. Der reagiert aber noch nicht mal aufs Pfeifen. Ich kann doch nicht meucheln. Jetzt. Der Anführer der Athener ist tot. Ich kehre zur Stentor zurück. Lol. Wie easy war das denn, ey? Das war der Anführer der Athener, der einfach so in so ein Dings... Quest abgeschlossen, 2700 Erfahrungspunkte.
Oh, da kam eben noch ein Eintrag. Egal, ich bin gerade ins Menü gegangen. Okay, zurück zu Stentor. Aber erstmal mache ich die Geschichte mit Odessa weiter. Immer alles Stück für Stück. Aber der hat nochmal gut was gedroppt, oder? Nee. Nee, das ist nur hier. Ich trage das hier. Kriegerschaden. Jägerschaden. Kriegerschaden. Megarischer Gürtel. Oh, der sieht ein bisschen eleganter aus. Nicht zu früh loslassen. Beim Zerlegen. So, aber Stiefel hat er immerhin hier, Stiefel des Reisenden, episch dabei gehabt. Kriegerschaden, kritischer Schaden bei niedriger Gesundheit. Und Feuerschaden. Naja. Naja, naja. Hauptsache episch, sage ich immer. Sieht nicht so schlecht aus. Questgegenstände. Diese ja. Noch mehr Inventar. Oh, noch mehr Inventar. Und der Söldner wahrscheinlich der, den ich eben gerade da rumlaufen gesehen habe. Der befindet sich aber ein bisschen weiter hier hinten noch. Da. Der erleuchtende Fischer. Ziemlich klein. Wo ist mein Pferd? Komm, Helmut. So, weiter geht's. Also es wurde ja gesagt, dass es leichter wird, wenn man dann das Gebiet schwächt, um dann den Anführer zu töten. Aber das ist so... Der Anführer von Megaris ist hinter Odessas Anwesen her. Mhm. Und er hat eine Ehe für sie arrangiert, um es nach dem Tod ihres Vaters in die Finger zu... Aber in den Briefen steht auch, dass ein Verehrer ermordet wurde. Und niemand weiß wie, obwohl bekannt ist, dass sie Söldner angeheuert hat. Es ist schwer zu sagen, ob Odessa im Unrecht ist oder nicht. Klar ist sie in Unrecht. Das ist Odessa. Kann ja hier nicht einfach so verheiratet werden, nur damit ihr ans Land kommt. Na gut. Mal gucken, was sie dazu sagt. Du bist zurück? Gespannt. Ja. Mit guten Neuigkeiten? Natürlich habe ich gute Neuigkeiten. Warum haben wir nicht ein bisschen Spaß, bevor es zu ernst wird? Ich glaube, ich kann mir einen Moment Zeit nehmen. Aha. Ein Moment Zeit wird nicht annähernd genug sein. Aphrodites Umarmung. Läuft bei dir. Ich bin so entspannt. Erzähl mir etwas Gutes, damit meine Stimmung so bleibt. Tja, für Entspannung wird doch immer gerne gesorgt. Warum hast du andere Söldner beauftragt? Du hast andere Söldner angeheuert? Oh, nur für kleine Aufträge hier und da. Es gibt immer irgendetwas, wobei sie hilfreich sein können. Na klar. Und wie ist dein Verehrer umgekommen? Der Mann, den du heiraten solltest, wurde ermordet. Das waren bestimmt dieselben Leute, die auch mich töten wollen. Sicher? Ich weiß, was hier los ist. Nach allem, was ich fand, weiß ich jetzt, was hier vor sich geht. Und das wäre... Der Anführer hat recht. Nein, oder nicht? Die wollen ja nur dein Land haben. Mit allen Mitteln. Stand ja auch drin. Mit allen Mitteln wollten sie das Land haben. Du bist hier das Opfer. Du trägst keine Schuld an all dem. Du willst nur dein eigenes Leben leben. Natürlich will ich das. Ich habe nichts Falsches getan. Ich will nur einen gesunden Vater und endlich meine Reise beginnen. Sie hat ja schon selber gesagt, dass sie das Land sogar verkaufen würde. Aber naja. Warum denn der ganze Stress? Lass uns das wiederholen. Du kannst anfangen, nachdem wir unseren Spaß hatten. Ich glaube, ich muss mich immer noch vom letzten Mal erholen. War den Versuch wert. Also, das war's dann. Mehr gibt es jetzt nicht zu tun. Du könntest Teil meiner Mannschaft werden. Ah, ja, cool. Es muss trotzdem kein Abschied sein. Komm mit auf mein Schiff. Du wärst immer an meiner Seite. Und es wäre schön, von hier wegzukommen. Schön. Was ist mit deinem Vater? Dank deiner Hilfe fühlt er sich schon sehr viel besser. Und du hast keine Angst, dass ihn jemand angreift? Ich werde ein paar Leuten erzählen, was du herausgefunden hast. Solange wir die Beweise haben, ist er sicher. Ich freue mich, dich an Bord zu begrüßen. Und da fährt sie schon mit. Kritischer Schaden höher. Neues Besatzungsmitglied. Odessa. Da habe ich hier noch den Söldner drin. Und was kann sie so? Da.
Odessa, Bootsleute, 4% Schiffszustand. Ah, weil sie schön den Boden schrubben kann, ja? Und in der Küche und so. Ja, halt, hält das Schiff sauber. Schiffszustand 4%. Und 10% Schaden durch Brandpfeile. Dankeschön. So. Na denn. Was habe ich denn jetzt gerade noch im Inventar gekriegt? Hä? Ein Bogen. Odessa-Bogen. Lol. Dankeschön, Odessa, für deinen Bogen. Echt dufte von dir. Jägerschaden und für alle Schäden. 1% für alle Schäden. Na super, bringt mir sogar was. Einen Fertigkeitspunkt gekriegt. Dann mache ich hier noch den Kriegerschaden höher. Den kann ich mir noch lernen. Das andere, da muss ich erstmal viel weiterkommen. So, 30% wird der Schaden erhöht. Und Chance auf kritische Treffer für alle Waffen um 5%. Zack, das nächste auch für Stufe 16. Sehr schön. So Leute, das war's heute. Coole Quest mit Odessa. Die wahre Geschichte abgeschlossen. Oh, auch viele Erfahrungspunkte. Und da kriege ich schon wieder den nächsten Erfahrungspunkt. Den muss ich aber erstmal sparen, weil ich gerade nichts habe, um was ich leveln kann. So, in der nächsten Folge, Leute, müssen wir zurück zu Stentor. Das haben wir hier, weil ich den Megariss hier abgeschlossen habe, sozusagen. Aber bevor ich da hingehe, habe ich hier noch eine kleine Verabredung im Hafen von Nissaya und werde hier den Hafen befreien und diese Festung machen. Damit geht es auf jeden Fall sofort weiter in der nächsten Folge. Die Festung steht nämlich gleich davor. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Heute ein bisschen länger, weil ich am Anfang so viel gequatscht habe. Deswegen habe ich hier über 30 Minuten gezogen. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaltet morgen wieder ein bei Assassin's Creed. Ich würde mich freuen. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.